Runde. Machen wir nochmal eine Runde. Meine Damen und Herren, Cannabis ist und bleibt eine gefährliche Droge, die gravierende Schäden verursachen kann. Studien zeigen, dass Cannabiskonsum und Missbrauch zu erheblichen geistigen Störungen führt. Cannabis kann unter anderem zu Schizophrenie führen, meine Damen und Herren. Ich werbe für Toleranz, die Kraft der eigenen Entscheidung und vor allem für eins, gesunden Menschenverstand. Denn erwachsene Bürger sind selbst in der Lage zu entscheiden. Die Herausgeber der Zeitschrift Sucht, Heft 3 aus dem Juni 2011 betonen, dass die gesundheitlichen Probleme, die sich aus Cannabismissbrauch ergeben, weder verschwunden noch abnehmend sind, meine Damen und Herren. Für Verharmlosung ist an dieser Stelle also überhaupt kein Raum. Ein Tresen ist keine Erziehungsanstalt, kein Besserungsheim und schon gar keine Spielwiese für selbsternannte Volkspädagogen. Man hat festgestellt, dass sich bestimmte Areale des Gehirns von Dauerkonsumenten deutlich und irreversibel verschlechtert haben, meine Damen und Herren. Darüber hinaus zeigten die Untersuchungen, dass Langzeitkiffer Erinnerungsprobleme haben und sich auch schlechter konzentrieren können. Ich werbe für Toleranz, die Kraft der eigenen Entscheidung und vor allem für eins, gesunden Menschenverstand. Meine Damen und Herren, den Realitätscheck hat Ihr Antrag auf Rauschsozialismus bereits beim ersten Lesen leider nicht bestanden. Ihr Antrag ist deshalb nicht mehr als ein utopisches Wunschdenken. Als Gegenargument, meine Damen und Herren, wird nun oft angeführt, man wolle doch nur den Gelegenheitskonsum entkriminalisieren. Meine Damen und Herren, das funktioniert aber nicht. Denn insbesondere Jugendliche laufen Gefahr, zu dauerhaften Konsumenten zu werden, je früher sie in Kontakt mit der Droge kommen, auch wenn das nur gelegentlich passiert. Eine Cannabis-Legalisierung hätte also gesundheitliche und psychosoziale Folgen, die aus meiner Sicht nicht hinnehmbar sind, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte die Drogenpolitik mit Ihrem Antrag für schizophren. Denn erwachsene Bürger sind selbst in der Lage zu entscheiden. Ich werbe für Toleranz, die Kraft der eigenen Entscheidung und vor allem für eins, gesunden Menschenverstand. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist Unsinn, nicht zielführend, sind völlig realitätsfremd und stellen auch die Drogenprävention, so wie wir sie wollen, komplett in Frage.